Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde 7 Days to Die. Ja, ich hoffe, euch geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in dieser Folge müssen wir mal wieder eine Loot-Runde einlegen. Ich sehe es hier oben, Tag 59. Ich habe nur ein bisschen Ausgaben unten, ich habe nur ein bisschen Sand abgebaut. Ich habe jetzt dazu entschlossen, dass ich hier nochmal schnell in die Lehmgrube gehe und ein bisschen Lehm hole. Und nicht nur Lehm, auch für den Garten Boden organisiere. Kleiner Sack, du. So. Ich möchte nämlich jetzt endlich den Garten da umholen. Dadurch, dass da ja die Straßen ist, denkt, grabe ich mich da jetzt ganz zu. Ich habe nämlich Steine dabei. Dann kann nämlich der Bruchstor auch gleich einmal anfangen durchlaufen. Keine Angst, die werden nicht die ganze Folge da schaufeln. Gerade jetzt mal ein Teil, das schon mal wieder etwas an Produktion durchlaufen kann. Irgendwo auf der Karte müssen wir Lehm und dieses abbauen. Schauen wir mal. Wie kriegen wir den jetzt schon raus? So. Jetzt haben wir schon mal 400. Verbrannter Waldboden, Waldboden, Rasenboden. Machen wir. Waldboden. 34 Stück, das passt gut.
Und ein bisschen Lehm dazu. Das war's jetzt mit der Schaufel, ja. Können wir die reparieren? Können wir reparieren? So. Es geht zwar, aber ist langwierig. Das heißt Rezepte, Pflasterstor und dann rennt das auch durch. Passt, dann können wir wieder zurück in die Base. Dann sitzen wir mal. Da schau ich, den nehmen wir mit. Das passt gut, dann haben wir da wieder zwei. War Bock drauf. 2500er ist es. Wenn ich hier einen Zombie kann. Ja, na irgendwo. Was? Wo hat man sich da echt? Ah, da war etwas. So. Dann geht's wieder mal hoch aufs Dach. Dann geht's mal wieder hoch aufs Dach. Jetzt lassen wir ihn da. Da habe ich jetzt einen innen noch. Geht jetzt hoch aufs Dach. Dann haben wir die schon durchproduziert. Heute ist eh schon drin. Passt. Thank you.
weil jetzt der Unterschied zwischen dem Waldboden und dem Boden. Macht nichts. So. Dann haben wir den verwerten. Können wir da das Blei, das können wir noch fallen lassen. Das können wir auch verwerten. Rezepte Schießpulver. Vier Stück. Dann können wir das auch verwerten. Okay. So, dann damit dies verwerten. Geht jetzt im Moment mit Rezepte. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich da hergenommen habe für dies Stück da, gell? Haben wir da schon unser erstes, Beet in Frühling. Reicht nämlich aus, dass wir das erste Beet fertig bringen. Dann zurück in die Base, dann machen wir Spikes. Schon wieder ein Levelaufstieg haben wir. Das passt gut. Also gleich, das hat es mir jetzt mal durch. Dann macht man nämlich jetzt einen Waldboden draus. Dann machen wir jetzt einen Waldboden draus. 28 passt. Das haben wir noch in der Base. Das ist also ein gefährlicher Teil. Da in den Spiel, sondern auch auf dem PC. So. Dann auf dem Weg zur Base bauen wir da die Mauer weiter auf.
106, pass mal auf. Ja, wie muss man, also da, da kommt schon Blut rausgeschwommen, nämlich. Da haben sie mich schon Blut rausgeschwommen, die Banditen. Aber die Zielscheiben stehen so unten. Da nämlich die Bogenschussqualität verbessern. Das heißt, in der Trieb. Das sind ja ziemlich stabile Tiere. Die Schick jetzt doch verstärkt. Ich glaube, Straßseiten ist besser als wir. Als wir im Dorf sind. Dies verstärkt auf. Der ist jetzt zu viel. Der ist zu viel.
Arena. Oh, das ist ein Skiri. Irgendwas wieder nicht, aber gut, dann lassen wir es halt. Ist ja wurscht, wir haben ja dort nur Dinger da. So. Den füllen wir auf, dann sind wir da schon mal angesichert. Da sind wir schon mal angesichert. Rein. Da machen wir dann auch noch mehr eine Nummer, das gleich ausschaut. Und da sitzen jetzt auch noch gleich eine zweite Reihe her, so gut wie es geht. Und wir haben da eine Busche. An der Stelle zwei Block Mauer haben. So, 23 Minuten ungefähr noch. Also sind wir jetzt schon unterwegs. Im Moment bin ich mal zufrieden. Wir sind schon mal doppelt angesichert. Ich weiß, dass das nicht das Beste ist, was ich da tue. Aber für einen kurzen Booster passt das schon. So. Das letzte Mal ein Schwein. Oder habe ich das letzte Mal schon gegrillt, das Fleisch? Und das ist noch dort drinnen. Aber das ist das letzte Mal wahrscheinlich schon gegrillt, gell? So. Passt. Dann haben wir da noch mal 6 Erden. Ah ja. Zept.
Waldboden. Pilzsamen, ist auch wurscht, machen wir Pilzsamen. Stor. Das kriegen wir um mit, das da mal verwerten. Fangen jetzt wieder gut an. Das, dann da mal. Die zwei Sachen mit. Kohle da mal mit. Das. Das, wo haben wir einen Bruchsand? Der Bruchsand hat jetzt da unten reingeschoben. Die Kästchen. Manches Mal ist halt so, gell. Gleich in die andere Kiste rein. Missing. Schmeißen wir zuerst dabei da in die Mullkisten. Kurzes Leck, dann jetzt das da weiter rein und das Holz nehmen wir mit. Da nehmen wir das Holz auch gleich mit. Das ist glaube ich da drin gewesen. Ja. Und dann machen wir da nämlich draus Rezepte. Dann machen wir da die Spikes gleich draus. Einer 40 ist besser als wir gar nichts. Dann nehmen wir die mit, dann die Maissamen nehme ich jetzt gleich mit. Yucca lasse ich da. Das lasse ich nicht mehr einfach alles mit. Dann sehe ich mir jetzt eh, was wir jetzt nur dann 28, 15 Minuten, die Zeit nehme ich mir. Und dann für die Nacht kann ich jetzt eh nichts anderes da, als wir das jetzt umrennen. Und mich um den Garten kümmert. Da sind bis zur nächsten Folge. Ist eigentlich dann eh schon alles so weit durchproduziert. Man da nämlich den Garten fertig. Entweder pflanze ich mit Inko oder ich pflanze Salau. Das weiß ich jetzt noch nicht. Jetzt gerade mal ein bisschen zu wenig, oder? Ein ziemlich zu wenig. Das war's, meine Schlossfreunde. Ich würde da die Folge beenden. Ich würde da die Folge beenden. Da passt alles noch, jawohl. Dann gehe ich noch ein bisschen Material besorgen für. Produziere ihn schon mal voraus und dann sehen wir uns das nächste Mal zu den Gartenarbeiten wieder. Würde ich jetzt einmal
So, Sorgen. Würde jetzt mal so sagen, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Würde mich dann über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch, wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren. Die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus 7 Days to Die weitergeht, nichts mehr Neues versäumt. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.